Wer oder was ist neutral? Die Eltern, die ihr Kind erziehen, egal auf welche Weise sie es erziehen, sie tun es auf einer bestimmten Grundlage. Ist der Mensch neutral? Er hat Ansichten über das Gute, aber auch Ansichten über das Schlechte. Und genau diese Ansichten wird er auch weitergeben. Kann eine Schule neutral sein? Sie lehrt den Schülern Wissen aus einer bestimmten Perspektive. Jeder Staat auf der Welt erzieht seine Gesellschaft mit seinen Gesetzen und Prinzipien. Ob er diktatorisch ist oder nicht, er richtet zwischen dem Volk auf Grundlage seiner Verfassung. Da sagt keiner zum Staat, dass er neutral sein müsse. Meine lieben Geschwister, man sieht, dass die Neutralität in der Realität kaum vorhanden ist. Es ist eine Idee, um Andersdenkende stumm zu halten. Der eine oder andere kann einen Einwand vorbringen, indem er behauptet, aber man kann doch neutral sein, indem man zwischen zwei Menschen schlichtet. Auf welcher Grundlage schlichtet man? Mit der Erziehung, die man von den Eltern und vom Staat bekommen hat. Selbst wenn jemand dir einen Ratschlag erteilt, so fußt das auf seine Perspektive über das Leben. Ohne jemanden eine schlechte Absicht vorzuwerfen. Vielmehr geht es darum, aus welchem Blickwinkel er seine Probleme im Leben löst. Der eine befindet ein Glas Wein täglich für gut, während ein Muslim nicht mal einen Tropfen anrühren würde. Für den einen sind Zinsen gut und der andere verabscheut sie, weil sie haram sind. Was sagst du, wenn man deine Meinung zu einem islamischen Thema oder einem Ereignis wissen möchte, das in dieser Gesellschaft eventuell kritisch angesehen wird? Wie positionierst du dich? Vertrittst du einen neutralen Standpunkt? Hältst du dich vielleicht aus der Sache heraus? Oder sagst du, leben und leben lassen? Zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es eine klare Trennung zwischen den Muslimen auf der einen und den Götzendienern auf der anderen Seite. Man konnte sich nicht einfach mit dem angeblichen neutralen Standpunkt dort rechtfertigen. Als Muslim hat man damals den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschützt. Man hat den Islam verbreitet. Umar radiallahu an und Hamza radiallahu an waren an der Spitze und mit ihnen die Sahaba, welche Arm in Arm an die Öffentlichkeit getreten sind, um aufzuzeigen, dass sie einen klaren Standpunkt als Muslim haben. Auch mussten die Sahaba in der Schlacht von Badr einen klaren Standpunkt beziehen. Sie kämpften gemeinsam mit dem Propheten a.s. gegen ihre Väter, Brüder und Onkel. Subhanallah, meine lieben Geschwister, stellt euch das mal vor. Ihr müsstet gegen euren eigenen Vater oder Bruder bis zum Tod kämpfen. Es gab für die Sahaba keinen geheimen Hinterausgang. Sie konnten nicht sagen, ich bin Muslim, jedoch vertrete ich während des Kampfes einen neutralen Standpunkt, da ich nicht gegen meinen Vater oder Bruder kämpfen möchte. Wahrlich, sie haben das wahrgemacht, was sie Allah subhanahu wa ta'ala versprochen haben. Zur Zeit von Bani Israel wollte Allah subhanahu wa ta'ala die Juden prüfen, wie sehr sich die Juden an Allahs Gebote halten. Bei uns Muslimen ist es Jummah, bei den Juden ist es der Sabbat und bei den Christen ist es der Sonntag. Er subhanahu wa ta'ala hat Bani Israel das Fischen am Samstag untersagt. Man sagt, dass ausgerechnet am Samstag das Meer voller Fische gewesen ist. Hätte man mit der Hand ins Wasser gegriffen, könnte man ohne große Anstrengung einen Fisch mit der Hand fangen. Was haben die Juden nun gemacht? Sie haben am Freitag die Fischernetze in das Meer geworfen und am Sonntag rausgeholt. Subhanallah, wie dreist kann man nur sein? Es sind daraufhin drei Meinungen entstanden. Die erste Gruppe waren die Missachter des Gebots, welche den Haram vollzogen haben. Und die zweite Gruppe hat die Haram-Handlung nicht vollzogen, aber sich auch nicht aktiv dagegen eingesetzt. Sie sind in die sogenannte neutrale Position gerutscht. Während die dritte Gruppe die verbotene Handlung angeprangert hat. Daraufhin hat Allah die Juden in Affen und Schweine verwandelt. Allah subhanahu wa ta'ala schildert uns diese Situation im Koran. Und fragt sie nach der Stadt, die am Meer lag, als sie den Sabbat übertraten. Als ihre Fische zu ihnen an ihrem Sabbat sichtbar kamen, aber an dem Tag, an dem sie nicht Sabbat hielten, nicht zu ihnen kamen. So prüfen wir sie dafür, dass sie zu freveln pflegten. Und als eine Gemeinschaft von ihnen sagte, warum ermahnt ihr Leute, die Allah vernichten oder mit strenger Strafe strafen wird? Sie sagten, als eine Entschuldigung bei eurem Herrn und auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Und als sie vergessen hatten, womit sie ermahnt worden waren, retteten wir diejenigen, die das Böse verboten und ergriffen diejenigen, die Unrecht taten, mit schlimmer Strafe dafür, dass sie zu freveln pflegten. Als sie dann das missachteten, was ihnen verboten war, sagten wir zu ihnen,
werdet verstoßene Affen. An einer anderen Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat. Allah erwähnt hier etwas sehr Interessantes. Er sagt, dass er nur diejenigen rettete, welche das Böse verboten hatten. Die erste Gruppe, die den Haram begangen hat, und die Neutralen, wurden von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft. Subhanallah. Meine lieben Geschwister, wisst ihr, was das für uns bedeutet? Dass wir uns klar zwischen islamischen und unislamischen Meinungen positionieren müssen. Du kannst dich nicht ständig aus allem raushalten. Wir Muslime haben keinen neutralen Standpunkt im Islam. Wir sind für die Pflichthandlungen. Vielmehr lieben wir die Pflichthandlungen. Wir sind gegen Haramhandlungen. Vielmehr verabscheuen wir die Haramhandlungen. Geehrter Bruder, geehrte Schwester, und die letzte Frage ist, wie stehst du zum Islam?